schmale 160 Kilometer trennen das belgische Eupen und Bochum. Und das Kerwick-Stadion im Herzen der kleinen deutschsprachigen Gemeinde an der belgisch-deutschen Grenze war der Schauplatz des sechsten und damit vorletzten Vorbereitungsspiels vor der Saison 2014-2015. Ohne den langzeitverletzten Jan Jamra, ohne Fabian Holthaus, der gerade bei der U19-Europameisterschaft in Ungarn aktiv ist, ohne Kapitän Andreas Lute und auch ohne Piotr Czwilong, den ebenso wie unsere Nummer 1 ein Muskelfaserriss im Leistenbereich außer Gefecht gesetzt hatte, ging es für die Neururer Schützlinge auf die kurze Reise zum belgischen Zweitliga-Vizemeister KAS Eupen. Lute-Ersatz Michael Esser stand im Tor und bekam auch direkt etwas zu tun. Keine zwei Minuten waren um, da musste Bruno ordentlich zupacken. Ohnehin erwischten die Hausherren den besseren Start in die Partie, der VfL mit viel Ballbesitz, aber noch ohne den tödlichen Pass und somit auch ohne die ganz großen Torabschlüsse. Eupen mit Caro Einfach, ein Schuss aus der zweiten Reihe, Esser mit einer guten Reaktion nach 23 gespielten Minuten. Kurz darauf die ersten klaren Angriffsbemühungen im Spiel der Bochumer. Gut kombiniert und mit viel Tempo nach vorne bei der Hereingabe von Marco Terrazzino, aber da ist noch das belgische Abwehrbein dazwischen. Ein 0:0 zur Halbzeit deutete sich recht früh an. Aus dem Spiel heraus lief auf beiden Seiten relativ wenig. Vielleicht geht ja was über einen ruhenden Ball. Eckstoß für die Belgier. Und ja, da wird es nochmal ein bisschen heikel. Der Ball nicht entscheidend geklärt. Nachher noch ein Schussversuch der Eupener Esser mal wieder zur Stelle. Es bleibt dabei, mit einem torlosen Remis ging es in die Kabine. 9 Wechsel bei den Bochumern, beziehungsweise eigentlich 10, denn Stefano Celozzi wechselte nochmal die Abwehrseite. Ansonsten gab es mit Ausnahme von Michael Esser im Tor komplett frisches Personal für Durchgang 2 und der startete mit einer kurzen Schrecksekunde. Wieder nur 2 Minuten gespielt, diesmal nutzten die Belgier einen Abspielfehler auf der rechten Bochumer Abwehrseite. Esser ist da bereits geschlagen, Heiko Butscher aber nicht, die Rettungstat unserer Nummer 5 verhindert den frühen Rückstand in Halbzeit 2. Das war's dann aber auch schon mit den belgischen Chancen, der VfL im Anschluss konzentriert und sicher in der Defensive. Hin und wieder ging es dann auch mal richtig flott nach vorne, Juske Tasaka mit der Körpertäuschung. Nur am Ende, da fehlte die Kaltschnäuzigkeit und vielleicht auch ein wenig die Präzision bei den Flanken und im Abschluss. Es musste also wieder mal eine Standardsituation herhalten gegen spielerisch starke und taktisch disziplinierte Belgier, die dem VfL das Leben schwer machten. Wir springen in die 75. Spielminute, Freistoß für den VfL, eine gute Flankenposition, dachten sich wohl so ziemlich alle Beteiligten, mit einer Ausnahme, Henry Gulden, der schweißt den Ball einfach mal ins lange Eck und holt sich die Glückwünsche der Kollegen ab. Der VfL bleibt auch im 6. Vorbereitungsspiel siegreich 1:0 beim belgischen Zweitliga-Vizemeister KAS Eupen. Jetzt steht noch der letzte Test, sozusagen die Generalprobe auf dem Programm, bevor es in die neue Saison geht. Am Freitag trifft man in Österreich in der Nähe von Wien auf Terek Groschny aus der ersten russischen Liga. Nochmal ein echter Härtetest inklusive einiger Reisestrapazen, bevor es dann am Samstag, 2. August, endlich wieder losgeht. Dann kommt der Zweitliga-Dritte aus der vergangenen Saison ins Revierpower-Stadion. Um 15:30 Uhr geht es gegen Greuther Fürth.